Herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 auf der Switch. Es regnet, aber das soll mich nicht davon abhalten, Torloffs Prüfung zu bestehen. Meine Aufnahme bei den Söldnern rückt immer näher. Aber werde ich überhaupt den Söldnern beitreten oder werde ich der Miliz beitreten? Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen und sie ist wirklich noch nicht gefallen. Es ist nicht so, in Wahrheit habe ich mich insgeheim schon entschieden und mache jetzt hier noch ein großes Geheimnis draus. Nein, tatsächlich ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Ich fände irgendwie fände ich beide Varianten cool. Und ich muss auch sagen, dass das Bild auch so in euren Kommentaren sich widerspiegelt. So, viele haben geschrieben, Söldner wäre cool, viele haben geschrieben, Miliz wäre cool. Also, die ist eigentlich cool, der kommt dann mit dem, was später draus wird. Drachenjäger und Paladin, die sind nämlich cool. Drachenjäger ist einfach ein geiler Abenteurer und ein geiler Macker, der es drauf hat. Bam, bam, bam. Und der einfach abgeht. Aber Paladin, wisst ihr, was ich an Paladin halt so feier? Das ist das, was manche gerade an denen nicht mögen. Aber ich find's geil, dieses für Innos. Ich kämpfe für Innos. Innos ist meine Ehre. Ich bin das flammende Schwert der Gerechtigkeit, das die Dunkelheit durchschneidet und so weiter. Das finde ich geil. Ich will so ein richtiger Streiter des Lichts sein in Zeiten der Dunkelheit. Das finde ich geil. Okay? Und ja, Drachenjäger finde ich auch geil. Ich finde beides geil. Es ist cool. Die einzige große Sorge als Drachenjäger wäre halt für mich, dass ich dann gar keine Runen verwenden kann. Das haben manche auch als Pluspunkt geschrieben, sonst von wegen als Herausforderung, aber Herausforderung ist für mich gar kein Thema, schon gar nicht in dem Let's Play, also in gar keinem Let's Play, weil ich will ein Spiel genießen und nicht, dass es schwer wird für mich. Aber in dem Let's Play schon mal gleich gar nicht, weil ich habe eine Zeit lang oder jahrelang habe ich eigentlich fast gar kein Spiel mehr überhaupt je gezockt. Jetzt spiele ich gerade wieder Gothic fürs Video, aber ich bin... Alter, wenn ich das schon mache, dann soll es entspannt sein. Ich will jetzt nicht ein Spiel spielen und dass es dann irgendwie anstrengend wird oder unangenehm oder so. Deswegen, zusätzliche Herausforderung ist für mich kein Argument, sogar eher ein Gegenargument. Ha, die Milizsoldaten sind schon da. Ich denke, die kommen erst nach dem Dialog. Naja, egal. Was auch jemand geschrieben hat, es würde eher passen, Drachenjäger zu werden. Irgendwas mit Innos war das Argument. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Oder umgekehrt, das Argument war, glaube ich, irgendwas wegen Innos, dass ich deswegen, aber ein Innos, was ich mir da nur geht, ich weiß nicht mehr, wie der Kommentar war, aber meine Antwort in Gedanken war, man kann auch als Drachenjäger Innosgläubig sein. Alle möglichen Leute auf dieser Insel sind Innosgläubig. Auch ein Söldner hat neulich gesagt, Innos weiß was, bla bla bla, ja. Das hat nichts damit zu tun, welche Gilde man angehört. Dieser Gott existiert in dieser Welt und verschiedene Menschen in dieser Welt glauben an ihn. Egal, welcher Gemeinschaft sie angehören. Also glauben tun alle an ihn, auch Belia-Anhänger, aber ihn anbeten, das meine ich. Aha. Oh, es wäre einfach sein Geldbeutel. Her damit. Ich soll mich um euer Milizproblem kümmern. Was? Ich habe Una gesagt, er soll mir ein paar von seinen Söldnern schicken. Das hier ist meine Bewährungsprobe. Na, großartig. Weißt du, was die Milizen mit mir machen, wenn du es vermasselst? Die Mistkerle kommen bei uns jede Woche einmal vorbei und kassieren die Abgabe für die Stadt. Es trifft sich gut, dass du gerade jetzt kommst. Das ist normalerweise immer ihre Zeit. Sie müssten eigentlich jeden Moment hier sein. Der auch im Dialog, der erzählt mir über Ona und einerseits feiert er ihn, andererseits feiert er ihn nicht. Einerseits findet er das richtig schlimm, dass ich geschickt wäre statt einem Söldner. Andererseits findet er das gerade gut, dass ich jetzt gerade komme. Was jetzt? Hau mal ein klares Statement raus. Okay, hier sind die jedenfalls. Ich muss nur kurz gucken, auf welcher... Knapp, da ist die Waffe. Okay. Hallo, Rumbold und Rick. Alter, ich kann erst noch Taschendiebstahl bei denen machen. Das ist ja geil.
Das Was macht ihr hier? Verschwinde! Hast du verstanden? Ich erinnere mich gar nicht, dass es noch so extra Dialoge gab. Wie sieht's aus? Wenn du reden willst, rede mit Rumbold. Ich bin nur hier, falls jemand Ärger macht. Ich bin doch hier. Was macht ihr hier? Verschwinde! Hast du verstanden? Hä, normalerweise ist doch so, dass dir direkt so ein Dialog gibt, der dann zu einem Kampf führt. Jetzt nicht, oder was? Ah, okay. Die Miliz soll ruhig kommen. Mit denen werde ich schon fertig. Da bin ich ja mal gespannt. Da vorne kommen sie nämlich schon. Hab ich's dir doch gesagt. Vermassel es bloß nicht. Okay, das heißt jetzt... Ah, okay, alles klar. Sieh mal einer an. So eine Witzfigur. Was hast du hier zu suchen, hä? Wer zur Hölle bist du? Ich gar nichts an. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ja, Mann. Du bist ein toter Mann. So ein dummer Dialog und so geil gleichzeitig. Ich bin euer Albtraum. Scheiße, Alter, aber dass ich wirklich auch deren Albtraum werde, muss ich mich schon ein bisschen anstrengen jetzt. Weil die auch den ein oder anderen kritischen Treffer raushauen. Oh, aber ich auch, haha. Ja, Mann. Die haben sie natürlich mit Absicht einfach gemacht, dass man seine Aufnahmeprüfung bei den Söldnern auch schafft. Aber es lohnt sich ja voll vorher noch mit denen zu reden, was dann auch Taschendiebstahl gibt. Überleg mal, diese Taschendiebstahl-Option hätte ich ja gar nie gehabt, wenn ich schon alle Dialoge mit Bengar geführt hätte. So. Euer Milizproblem ist Vergangenheit. Nicht übel. Vielleicht bleibt am Ende des Monats jetzt ja auch mal was übrig. Danke. Kein Ding. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide? Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Seekopf soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Aha. Okay, und jetzt, wie löse ich diese Quest jetzt? Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Wie löse ich diese Quest jetzt? Hä? Aufnahme bei den Söldnern? Verstehe ich nicht. Sonnenerleuchtung. Wie heißt es, die verbotene Weide oder irgendwie so? Bauernnot. Ich verstehe es nicht. Wie löse ich die Quest jetzt? Da gab es keine Option mehr von wegen. Kann man nicht eine Ausnahme machen? Ich finde die nicht mal mehr hier im Questbuch gerade. Es ist so eine fette Liste. Es ist gerade... Kommt mir gerade vor, wie durch den Dschungel zu irren. Eintopf. Gucken wir nochmal hier. Miliz vertreiben, respektive selben Partei, Bronzegeschein, die schnäumende Kreatur, Joe, Zugang, leere den Krug, Waffenhändler, Steintafel, die Vermissten. Es gibt die Vermissten und wo sind die vermissten Leute? Das sind zwei verschiedene Quests. Hä? Die Quest ist verschwunden. Okay. Wie auch immer. Bevor ich diesen Taschendiebstahl mache, speichere ich mal kurz und dann wollen wir mal sehen, wie viele Münzen in Malaks Beutel klimpern. Hallihallo. Sehr gut, da hinten ein Widder oder Hammel. Aber ein Hammel ist, glaube ich, ein Widder, der leider nicht mehr so ganz Widder ist. So. Und jetzt, wie löse ich die Quest? Wie wollte ich mich doch wohl verarschen hier, ey. Unangenehm. Naja, gut. Ich penne natürlich nochmal so, dass ich auch auf dem Rückweg Inners Segen nochmal absahen kann. Ein bisschen zusätzliche Lebensenergie. So, und jetzt werde ich aber nicht direkt zu Torloff zurückkehren, sondern ich werde erstmal noch bei Dexters Burg. Aber ich mache jetzt noch nicht sofort die Quest mit Dexter. Wobei, das könnte ich auch, aber das kommt jetzt gerade so ein bisschen schock überraschend irgendwie.
Soll ich das jetzt direkt schon machen? Was soll ich für Spruch rollen? Tja, ein Feuerregen. Soll ich denn einfach mal in Dexters Burg einen Feuerregen zünden? Geil wär's. Könnte ich machen. Also wenn es dann soweit ist und der Kampf... Der Tanz kann beginnen. Wenn der Tanz beginnt, aber noch nicht. Da draußen segelt ein Eichelherr vorbei. Ich schaue gerade aus dem Fenster. Ein Eichelherr flog gerade vorbei. Okay, aber erstmal lenke deine Schritte zur Innenstatue, werde ich jetzt erstmal gleich machen. Und dort nochmal Lebensenergie, wie schon angekündigt, absahnen. Ja, ich entscheide spontan, wenn ich in der Burg von Dexter bin, ob ich dann das schon direkt mache oder noch nicht. Ich bin eigentlich nur mal gespannt, was bei dieser Quest von Kord, was da für Dialoge kommen. Bespricht man das mit der Wache, mit der Brückenwache vor Dextersburg? Ich habe keine Ahnung. Bin mal gespannt. Schauen wir mal. Da oben ist auch schon Dextersburg. Man sieht von hier den Feuerbogen schimmern. Da oben. Zwischen den Zinnen. Seht ihr das? Geil. Den werde ich mir natürlich auch bald schnappen. Er sieht geil aus, aber er ist nicht... Man hat halt nicht viele Pfeile für ihn. Aber falls ich echt Paladin werden sollte, will ich mir die Pfeile auch sparen bis dahin, um sie mal dann zur Zierde zu tragen. Oder als Drachenjäger wäre es auch geil, weil so ein Drachenjäger jagt Drachen, Feuerspucker und dann so ein Feuerbogen. Das passt auch alles. Und vor allem als Drachenjäger hat man eine feuersichere Rüstung. Und dann macht es auch Sinn, dass man was Brennendes im Körper tragen kann, versteht ihr? Egal wie man es dreht, es wird immer cool aussehen. So, Dexter, wir haben jetzt schon mit Greg, mit dem Skip, mit dem Bandit ganz am Anfang, mit Kord und mit vielen anderen haben wir ja schon besprochen, was es mit Dexter auf sich hat. Und dass er es ist, der mich sucht, steckbrieflich. Das heißt, das wissen wir schon lang. Ab in seine Burg. Jetzt wird es Zeit, diesen Dexter, der uns damals in Gothic 1 das Kor-Kalom-Rezept hat stehlen lassen, wieder zu treffen. So, dort ist die Brückenwache. Der werde ich gleich... Boah, die unangenehmen Geräusche immer hier oben. Ey. Mit dem werde ich gleich reden, aber vorher gibt es noch einen kleinen anderen versteckten Dialog, den ich euch noch zeigen möchte. Man kann natürlich auch hier rum in die Burg. Und da gibt es aber auch eine Wache. Den da. Hallo. Es gibt nur einen Weg für dich, lebendig in unser Lager zu kommen. Und der führt über die Brücke. Okay, dann werde ich den nehmen. Outfitmäßig sehe ich ja schon mal aus wie die meisten von denen, weil die auch diese Lederrüstung tragen. Ich finde die cool, so eine kleine versteckte Burg hier oben. Oder Lager. So ein Räuberlager in den Bergen oben. Ich finde das geil. Hallo. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber ja, natürlich. Nur, wenn du seinen Namen kennst. Wenn wir nicht, muss ich dich töten. Also... Deswegen für alle Fälle, was man nicht erfahren hat, hat ja Kord einem auch nochmal den Namen mitgeteilt. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Das heißt, ich muss jetzt für diese Quest für Kord mit Dexter sprechen. Interessant. Ich erinnere mich überhaupt nicht an Dialoge mit Dexter über dieses Thema. Geh, solange du noch kannst. Alter. Ja, okay. Nee, dann machen wir das jetzt direkt. Machen wir die. Okay, das ist für mich ein schockierender Plot-Twist, dass jetzt schon die Dexter-Nummer ansteht. Aber ich werde hier einfach einen Feuerring zünden und schaffe ich den Kampf gegen die ganze Meute hier schon. Falls es zum Kampf kommt, schauen wir mal. Vielleicht finden wir auch eine diplomatische Lösung. Ich bin jetzt zwar nur im Lager von den Leuten, die mich steckbrieflich suchen lassen. Oh, und dann wäre geil, die Crawler auch noch mit Feuerregen zu erwischen. Na, mal gucken. Fellan wieder am Hämmer. Hey du, suchst du Ärger? Ganz ruhig, ey. Ich wollte nur gerade...
der Größenunterschied. So, ich denke, entweder es liegt daran, wie er dran steht, oder der Held ist wirklich größer als der. Keine Ahnung. So, Dexter. Der Schatten. Hier ist er. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na, du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. So, und ein seltener... geil. Okay, bevor ich jetzt diese 1 Million Dialoge mache, will ich nochmal speichern und mich ein bisschen besser positionieren, sodass man... dass ich direkt vor dem stehe oder dass der nicht so ganz krass ums Eck schauen muss, um mit mir zu reden. Das sieht ein bisschen blöd aus. Auch wenn ich die Distanz zu ihm noch mal ein bisschen erhöhen sollte, fällt mir gerade ein. So, soweit es geht eigentlich, um ehrlich zu sein. So. Ein Söldner namens Patrick soll hier gewesen sein. Patrick? Keine Ahnung, was du meinst. Ich kann mich an ein Großmaul von Söldner erinnern, der gelegentlich bei den Jungs draußen rumhing. Den habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Lügt auffällig. Vielleicht haben die Jungs ihn am Ende noch aufgeknüpft. Ich habe keine Ahnung. Da steht ein Untertitel, lügt auffällig, aber so allein aus der Stimme können wir es rauslesen, aber auch nicht hundertprozentig. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Nö. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Alter, mal richtig gravierende Story-Fortschritte jetzt hier in dieser Folge. Den habe ich doch damals umgehauen. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Korinis so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Und ich habe in Gothic 1 schon meine Theorie aufgestellt, wie Raven in diese ganze schwarze Belia-Magie-Schiene abgedriftet ist. Wenn ihr die Theorie noch nicht kennt, einfach bitte mein ganzes Gothic 1 Display auf der Switch anschauen. Dann könnt ihr die Folge gar nicht verpassen. Viel Spaß. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe. Der sucht dich. Alle suchen mich. Es schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Die Rede ist natürlich von Greg. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Aber ich würde gern nochmal dieses... Ich glaube dir kein Wort, würde ich gerne nochmal sagen. Du hast es. Ach nein, stopp, ich lade nochmal neu, weil ich glaube, dass das auch noch ein Dialog war in Bezug auf Patrick. Den ich noch nicht hatte. Den ich gerne mal noch hören würde. Genau, mal erst noch das, bla bla. Was hast du jetzt vor? Genau, jetzt das hier erst noch. Ich glaube dir kein Wort. Hey, es ist wahr. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter. Ja, beim Grab. Da kann man leicht drauf schwören. Aber, genau, und jetzt?
Naja, mehr werde ich dazu im Punkto Patrick wohl nicht aus ihm rausquetschen können. Okay, das war jetzt doch nicht so ein krasser Dialog, aber gut, dass wir noch gehört haben. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja, aber du hast uns alle befreit. Und ganz ehrlich, ich kann nicht leugnen, es ist eigentlich ein faires Angebot nochmal von ihm, was er mir da macht, von wegen, du hast uns alle befreit. Habe ich den Feuerregen? Ja. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. So, jetzt Dexter. Du hast es nicht anders gewollt. Oh, oh. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt ist eine Zündung dran. So, Dexter ist direkt mal platt. Jetzt bist du dran. Alter, Level up. Ich hoffe einfach nur, dass Greg nicht vom Feuerregen erwischt wird. Das war's für dich, Penner. Okay, das war ja... Nein, jetzt nein. Bist du dran. Ich oder was? Ah, ne. Der da, okay. Ich will natürlich, dass so viel von der Erfahrung wie möglich an mich geht. Deswegen finde ich das auch einen ganz guten Trick. Es ist natürlich cool, dass Greg dann auch hierher kommt. Passt ja auch für die Story, weil mit ihm haben wir ja darüber geredet, dass er hier nichts zu holen. Dass er hier auch hinkommen will wegen Dexter. Aber der klaut einem natürlich die Erfahrung. Und es ist auch cool, dass er mitkämpft, hilft beim Kämpfen und so, dass man es allein nicht schafft und alles, aber trotzdem. So, da läuft er auch schon. Mit dem werden wir gleich reden. Wie er Lassie um die Ecke geschlendert kommt. Aber jetzt erstmal noch ganz wichtig, Dexter. Schlüssel, Drohnenschlüssel von Dexter und Befehle. Ich habe dieses Schreiben dem Banditen Dexter abgenommen. Schauen wir mal, was hier so drin steht. Raven, der Erzbaron, haben wir schon gehört, dass der sich hier rumtreibt. Befehle. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs ja noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang wirst du mir einen Weg finden über die hohen Berge im Nordosten von Kurines. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht dafür bezahlen. Raven, sogar die Piraten haben sie ausgebeutet. Das heißt, der Raven versklavt die Bürger von Kurines, aber er beutet sogar Piraten aus. Was für ein Mistkerl. Darüber, ich den Schlüssel zur Dexter's Truhe habe ich. Egal, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, ha. Okay. Ja, ein paar Werkzeuge und Rohstoffe. Warum nicht? Und wo ist jetzt Dexter's Truhe, deren Schlüssel ich hier gefunden habe? Ein Geschoss weiter oben oder was? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall reden wir mal mit Greg über was hier passiert ist. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Hab ich schon. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Kurines kommt. Vielleicht durch einen unterirdischen Tunnel. Die Wassermagier studieren gerade ein Portal, das in die Berge im Nordosten führt. Was denn das für ein Blödsinn? Wassermagier, hast du keinen besseren Plan? Geil. Nein, nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Er wird schon seinen Weg finden in sein Tal zurück. Oh, ich finde, diese Dialoge machen so Bock auf Jahrkinder. Was für eine Mine ist das, in der die Bürger von Kurines versklavt werden? Was ist das für ein mysteriöser Tempel, in den Raven eindringen möchte? Wie kommt man überhaupt in dieses Tal, wo sogar Greg, der dort herkommt, Schwierigkeiten hat, hinzukommen? All diese geheimnisvollen Fragen werden sich bald beantworten. Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen.
Vor allem, ich habe ihm doch gesagt, es gibt bald einen Zugang durch die Wassermagier. Den Dialog habe ich so auch noch nie gehört. Den gibt es wohl erst, wenn man vorher bei den Wassermagiern war. Ah, übrigens. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Okay. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Jetzt will ich natürlich erst recht das Land dort versuchen zu betreten. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Noch nicht. Okay, damit haben wir das Thema Greg auch erstmal abgehakt. Erstmal. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Denn, wie der Held schon festgestellt hat, planen die Wassermeier gerade das Portal in diesen verborgenen Teil der Insel wieder zu öffnen. Greg versucht ebenfalls dorthin zu kommen, was natürlich ein Wiedersehen sehr wahrscheinlich macht. Ich feiere es auf jeden Fall, dass du dich jetzt hier in Dexters Sessel reinsetzt. Eine Sache. Ich bin dir dankbar, dass du mir... Ich wollte nur noch mal kurz mich von ihm ansprechen lassen, während er da im Sessel sitzt. Finde ich cool. Rest in peace, Dexter. Tut mir leid, dass es so enden musste, aber du hast dich dafür entschieden, ein Handlanger des Bösen zu werden. Und ich habe mich dazu entschieden, in Xadas Auftrag das Böse zu bekämpfen. Also, die Fronten sind klar definiert. Das geht einfach nicht zusammen. Auch cool, hier so ein Leuchtturm nochmal. Ach, schau mal hier. Nicht, dass es wieder heißt, haufenweise Tränke ignoriert. Die neulich schon mal, wo ich ein paar Tränke ignoriert habe. Entschuldigung. Ich hole mir die bald wieder. Wenn ich das nächste Mal zum Wassermagier gehe, hole... Wobei, ich werde mich wahrscheinlich teleportieren. Also, werde ich da... Wann werde ich denn... Naja, muss ich halt meinen kleinen Umweg noch dahin laufen. Und wo passt jetzt Dexters Truhenschlüssel? In der Truhe kann es ja schon mal nicht sein. Oder hat die noch ein zweites Hinterschloss oder irgendwie sowas? Ne. Ich bin angeschlagen, 1% weniger Leben. Grund genug zu pennen. Ja cool, ich find's gerade irgendwie... Ich feiere es gerade, dass wir hier die Dexter-Sache jetzt auch schon mal abgehakt haben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es in dieser Folge noch passiert. Aber umso besser. Und weil, ja, ich liebe das halt, wie die Story hier jetzt auch Fahrt aufnimmt und mit Greg und mit allem, was dazugehört. Da unten ist wieder das Lager von dem Jäger. Da hinten sind die Trolle, wo ich den Rapier schon abgezogen habe, der gerade meinen Gürtel ziert. Hier muss man natürlich sehr aufpassen. Ich weiß sehr wohl, was da hinten in dieser verlassenen Mine für Geziefer oder Ungeziefer lauert. Aber sagt ja keiner, dass ich die Türe aufmache. Ich lasse die natürlich verschlossen. Man kann hier schon ein bisschen durchspickeln. Seht ihr das Skelett? Jetzt ist der Kopf genau im Bild. Ja, aber diese untoten Brut lasse ich erstmal noch dort. Zwar normale, beziehungsweise niedere Skelette kann ich schon umhauen, haben wir schon gesehen, aber da sind mehrere drin und ich weiß nicht, ob das niedere oder normale sind, kann auch gut sein, dass normale sind. Selbst wenn nicht, mehrere niedere auf einmal. Oh, packe, da lassen wir besser noch die Finger von. Übrigens, was ich auch cool finde, ist, dass ich jetzt hier ein Level aufgestiegen bin nochmal. Wie ihr ja gerade gesehen habt. Das heißt jetzt, welches Level bin ich überhaupt gerade? 14, okay. Bin mal gespannt, wie weit ich es noch schaffe, levelmäßig. Diese gründliche Spielstil. Leute beschweren sich immer, oh, Gothic 2, die Nachtsraben, so schwer. Es ist nicht so schwer. Wenn man halbwegs gründlich spielt, wird man schon bald sehr krass. Alter, nur die Wache hier steht immer noch dran. Der wurde von meinem Feuerregen nicht erwischt. Erstmal speichern. Und das, wenn ich mich recht erinnere, der ist auch schwieriger zu bekämpfen als die restlichen Banditen in diesem Lager. Also, Vorsicht ist geboten. Jetzt hier bei der. Und da im Turm drin. Scheiße, da sind auch noch welche. Hä, der steht zwar auf, aber er macht nichts. Okay. Jetzt bist du dran. Okay, sehr gut. Ein Einzelner.
Sehr gut. Weil... Zack, zack. Zack. Die sind so diese klassischen Banditen, die auch dabei Elridge sind und so vom Schwierigkeitsgrad her. Eben diese klassischen Korinnes-Banditen. Okay. Die Wache hat nichts bemerkt, den will ich zum Schluss umhauen, weil der schwerste ist. Aber wenn man direkt neben dem sich mit den anderen prügelt, ich glaube, dann kriegt das mit und greift ein oder irgendwie so drum. Am besten rauslocken. Die anderen. Morgen. Der pennt hier noch eine Runde. So, zack. Okay, der Wachmann draußen hat seine Waffe gezogen, glaube ich, oder? Weil, Alter, wie cool dieses Block mit dem Degen einfach aussieht. So eine alte Grafik und so eine geile Optik. Okay, vielleicht hat doch noch nicht die Wache draußen Wind davon bekommen. Schauen wir mal. Da, ne, sehr gut. Ich frage mich, ob ich nochmal mit dem reden kann. Probieren wir es gleich mal aus. Alles testen bis zum Erbrechen hier. Da wird nichts, nicht einfach nur schnell durchspielen, alles ausprobieren. Das ist halt auch das Coole an so anderen detaillierten Spielen wie Kingdom Come Deliverance. Da kann man auch so viel ausprobieren, was mir jetzt halt gerade wieder in Sinn kommt. Wo der Teil 2 angekündigt wurde und so viel auf YouTube wieder über dieses Spiel geredet wird. Hallo! Hey, du! Quatsch mich bloß nicht voll! Geil, der hat auch so einen Piratenakzent. Der kommt vielleicht von Piraten ursprünglich. Okay. In dem Fall Schneefall. Ach, guck, der ist nämlich ein viel besserer Kämpfer. Das weiß ich noch genau, Alter. Besser als die anderen Banditen hier. Weil der halt die Brücke bewacht. Ne? Drum, an dem soll man nicht so einfach... Schaut! Das meine ich. Achtung. Quatsch mich bloß nicht voll. Also muss mal gucken, was so das Spruchrollenrepertoire an Tricks und Kniffen bietet. Verwandlungstransnapper ein bisschen zu heftig. Oder einfach mal ein Duell. Ja gut, ich sehe jetzt schon, wie der beschworene Goblin einfach da runterfällt. Aber wir probieren es einfach mal. Ups, falscher Knopf. So, zack. Oder gemeinsam. Ach du Scheiße. Hat voll gut funktioniert, ey. Okay. Nein, Mann, nicht mal mehr der Vorwärtslaufen-Trick konnte angewendet werden in dieser kurzen Zeit. Ach ja. Mal gucken wir nochmal, was hier so. Ja klar, den kann ich nicht verwenden. Normaler Feuerball. Falls der Schadens. Oder erstmal. Blitze. Probieren wir erstmal mit Blitzen. Zack. Jetzt kannst du was erzählen. Hat er gar nichts gebracht, ey. Die Blitze waren eine Lachnummer. Der schlägt so schnell, den kann man gar nicht richtig blocken. Wobei ich bin jetzt. Ich habe ja auch schon Einhand fortgeschritten jetzt im Einhandskill. Also von daher muss ich mich gar nicht unbedingt hier so verstecken. Naja. Okay, jetzt probieren wir es mal mit dem Feuerball. Jetzt kannst du was erleben. Und wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? Das hab ich, naja, alles so lächerlich. Komm, dann lad mal direkt neu, Mann. Diese Wache ist eine harte Nuss. Und natürlich könnte ich einfach später zurückkehren und das dann regeln. Könnte ich machen. Werde ich es machen? Mal schauen. Verwandlungs-Scavenger. Wäre saugeil, bringt leider gar nichts. Okay, ich habe wohl keine Wahl, als den Vorwärtslauftrick anzuwenden. Den schon gegen Sentenza. Zwar sieht es jetzt. Der Typ ist ja härter als Sentenza, Mann. Das sieht so aus, als ob es ewig dauern würde. Aber mit den. Immer wenn kritischer Schlag kommt, dann macht man doch gut Fortschritt. Wenn ich jetzt schon Meister wird, es natürlich viel flotter gehen, Einhandmeister. 30%, das heißt im Durchschnitt müsste so jeder dritte Schlag ungefähr ein kritischer sein.
Alter, der gibt auch 400. Krass, schauen, wisst ihr genau sowas, meine ich auch, wenn ich sage, ich will nicht, dass es eine Qual ist, ich will, dass es sich angenehm und leicht anfühlt, es zu spielen, oder zumindest, dass ich es noch genießen kann. Alter, der liegt tot im Bett. Rest in peace, es tut mir ein bisschen leid. Ich will es einfach noch genießen können, ich will nicht, dass es unangenehm wird. Und so, wenn ich den Trick ab und zu verwende, dann bleibt es für mich angenehm und trotzdem ist es irgendwie, fühlt es sich okay für mich an, dass ich es so gemacht habe, weil ich ja trotz allem mit der Kampfmechanik des Spiels den Kampf dann gewonnen habe und so. Und darum ist für mich die richtige Balance. Ich werde es nicht die ganze Zeit machen, schon allein, was anderes stylischer aussieht. Aber wenn es anders nicht geht, dann mache ich das schon mal gerne so. Naja. Ah, sehr gut. Das ist immer ein bisschen Akrobatik hier hochkommen, aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen, erst knacken, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. Ah, sehr gut. Ah, da sind nämlich auch noch ein paar Feuerpfeile drin, richtig. Und hier liegt auch schon der Feuerbogen mitsamt einiger weiterer Feuerpfeile. Schönes Puzzle hier. Die Fliesen, der Fliesenboden. Okay. Dann gehen wir mal. Boah, ich dachte schon, das wäre hier. Wenn der bei dem Sturz draufgegangen, das wäre bitter, aber zum Glück problemlos überlebt. Ja, wunderbar. Eine Menge passiert in dieser Folge. Milizen umgehauen. Hier Dexters Burg ausgeräuchert. Mit Greg viele Sachen über das geheime Tal geklärt. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, dass er den Wassermagierweg überhaupt nicht akzeptiert. Aber was Cord jetzt über meine Infos, die ich über Patrick rausgefunden habe, zu sagen hat. Und was in dieser Hütte ist, die habe ich noch nicht gelootet. Seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, wenn es euch gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und werdet Kanalmitglied. Dankeschön. Ciao.